Ja? Frank Schmiedel, hören Sie, Herr Bank, ich bin gerade in Schwanitz und schaue mir den Ort nochmal wegen des Besuchs der Ministerpräsidentin an. Sollen wir nochmal sprechen, Sie und ich? Ich bin auch in Schwanitz. Schon erstaunlich, dass hier jemand freiwillig wohnt, oder? Ja. Wann und wo wollen wir uns treffen? Gern jetzt gleich. Gern. Wie sind Sie denn da, mit dem Auto? Ich habe gerade keinen Führerschein. Dann gabel ich Sie auf. Gut. Krass. Das ist ja spannend, das wusste ich überhaupt nicht. Naja, das ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Meine Eltern haben halt für über 20 Jahren das Haus gekauft und renoviert. Und jetzt lebt mein Vater noch alleine da. Und Frau Wengler hat, glaube ich, auch nur die ersten Lebensjahre dort verbracht.